Leute, was geht zu einer neuen Folge Minecraft Season 12? So, wir hatten ja in der letzten Folge gesagt, wir wollten. Was ist denn für ein Anfall? wollten Jojo besuchen. Aber vorher reiten wir natürlich an Chris seiner Butze vorbei. Erstmal Kopf anschlagen. Fehler gemacht hier. Zwei Holzblöcke. Und das machen wir jetzt auch erstmal. Wir gucken jetzt hier erstmal. Der Sonne gerade voll über Chris seiner Butze. Das sieht schon anders krass aus. Das war eine Höhle. Da komm, okay. Dann kommt da jetzt ein Block drauf. Hier kommen jetzt die. Das war falsch rum. Sehr schön. Und dann. Na gut, das gefällt mir persönlich jetzt nicht. Das mit den beiden Bäumen. Die sind ungleich. Das passt nicht. Kriegt eine minus 10. Minuspunkt. Ja, dafür, ich wollte ihn erst Minus Plus geben, aber jetzt kriegt er Minus Minus. Beim Häuschen. Ja, ja. Dann siehst du auch schon mein Bauprojekt. Hier ist ein Nashorn. Das kannst du eigentlich schwer übersehen. Ja, das hat Alex einmal getötet, war sehr unterhaltsam. Sehr gut. Alex wollte, keine Ahnung, ich glaube, der hat's gehauen oder so und dann hat's ihn gekillt. War auf jeden Fall ganz lustig. Hat irgendwie gesagt, hey, hier ist ein Nashorn und auf einmal hat man nur noch schreien hören. Das sind. Warum sind die Eichhörnchen. Warum sind bitte die Zäune doppelt hoch? Keine Ahnung. Hat er sich einfach so ausgedacht und ja. Haben dagegen nichts gesagt, warum auch. Und why? Why hat er so eine Glasfront vor seinem Haus? Ich weiß es nicht, Dodo, keine Ahnung. Und so viele Fackeln. Wem ist das Haus daneben? Neben dem Turm? Neben meinem Turm? Ja. Ich wohne neben meinem Turm. Rechts neben meinem Turm? Da ja. mit dem Feld und sowas? Ja. Das ist mein altes. Das ist aber auch ein Klotz. Nö, ist es nicht. Muss mal vorne rangehen. Naja, da sieht der Turm aber wesentlich besser aus. Dodo! Bau du erstmal ein Haus, du Höhlenbewohner, Alter! Ja, ich hab noch gar nichts, ich wohne in meinem Feld. Ja, du schläfst auf deinem verdammten Acker, Alter. Jetzt komm mal runter hier. Ja. Mal jetzt so einen Film. Okay, von hinten sah es wie ein Klotz aus. Von vorne sieht es aus wie. Ja? Ein Haus. Aha. Alter, warum hast du denn Feuer unter dem Honig? Damit die Bienen ruhig bleiben und ich den Honig ernten kann. Weil wenn ich den Honig ernte und die Bienen kein Feuer drunter haben, dann rasten die aus und greifen mich an. Geil. Ich sehe, was du da unten machst, ne? Ich sehe dich. Ja, hättest du gerne. Du Kleiner und du. Das mit dem Claim ist scheiße. Damit du genau aus dieser Scheiße nicht reinkommst, Alter. Du klaust mir nämlich alles aus meinen Kisten. Den ist Arschloch. So. Das ist eine Prickers Claim. Ja, weißt du, wie viele Nerven mich dieser Turm gekostet hat? Wo will ich den denn anzünden? Dodo, ich sage es dir, bei aller Freundschaft, ich werde dich verprügeln. Ja, der besteht auch mehr aus Stein als aus Holz. Ich werde dir körperliches Leid zufügen. Warum sind hier eigentlich so viele Betten? Damit, falls ich runterfalle, ein Bett erwische. Hat schon ein paar Mal geklappt, aber ein paar Mal auch nicht. Alles klar, ein sehr guter Sinn dahinter. Ich habe erst überlegt, ob ich Wasser da unten platziere, aber dann habe ich mir gedacht, dann klatsche ich im Winter auf massives Eisen, das wäre auch nicht so sinnig. Deswegen. Ach, Alex hat auch seine Putze schon geklemmt, das war so klar. Das hat er schon lange. Woher soll ich denn das wissen? War doch gar nicht voll. Ist ja auch schon gefühlt seit einer Äonie hier nicht mehr drauf gewesen, Kollege. Klar. Also. Hat er das Dreck oben im Fenster mittlerweile weggemacht? Kann seine Tür auch nicht öffnen. Warte, wo ist der Dreck? Ich sehe keinen Dreck. Der hatte oben in seiner Frontscheibe, hatte der immer so 4 Dreckklötze. War immer so unser Running Gag von mir und Chris. Ja, das verstehe ich aber auch nicht so ganz. Er hat jetzt eine komplette Glaswand und wo geht er da rein? Ich weiß es nicht. Unten ist scheinbar ein Eingang, aber ich keine Ahnung, ob er. Hat er oben eine Treppe hingebaut oder eine Leiter oder sowas? Gar nichts. Nee, gar nicht. Wozu? Ich bin auch nicht fettig, aber. Hä? Das ist schon. So. Nein. Erstmal gegen deinen Kopf hauen, Friedeline. Map.
Und noch ein Ei. Noch nichts rausgekriegt. Ja, ja. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Erstmal hier nochmal was wegmachen. Fang schon mal an, die Grundrisse für dein Haus zu ziehen. Hab das ich schon. Vielleicht mal eine gute Idee. Hab ich schon. Echt? Ja, ja. In der ersten Folge passiert. Aber den Rest mache ich weiter. Dem Weg da oben. Ja. Oben auf dem Berg. Nachher verbinde ich halt meinen Weg noch mit Chris und mit euch. Oh, unterwegs fallen ein. Aber wie gesagt, den Rest, also vom Hausgrundriss baue ich dann weiter, wenn Alex oder Chris mal wieder aufnehmen. Weil das ist halt auch nicht so spannend dann in der Folge. Nee, bei mir ist es auch hauptsächlich, deswegen habe ich diesen Großteil dieses Bauprozesses nicht aufgenommen, weil ich entweder die ganze Zeit nur rumfluche, weil ich entweder was falsch mache oder halt eben dumm rumstehe und mir auf meinem Zweitbildschirm das Video angucke, wie der Typ diesen Turm baut. Mhm. Sehr interessant. Ja, das ist halt absolut unnütz. Aber wenn man... Warte mal, oh Gott, Alter. Hast du das auch mal mitgekriegt, dass so eine Fachhochschule für... was war denn das? Ich glaube für ach Mann, jetzt komme ich nicht drauf. Für Bauwesen und so weiter. Hier weiter gerade mein Feld, deswegen. Wasser. Ich bin gerade am überlegen, wie wir das hier machen. So. Ich glaube, ich hab's. Oh oh, oh oh. Halbes Herz. Was tust du? Dodo. Was tust du? Zombies greifen mich an. Achso. Viel Spaß. Oh nö, Skelett auch. Ich schießen. Ich hab ne Diamantenhau. Zwei. Ja, Dodo, dafür gehörst du auch verprügelt, ne? Hör mal auf mich zu schießen. Ich komm gleich. Minecraft teaches us one lesson. Never waste diamonds on a hoe. Hallo. Ich hab. Kann man als Lebenserfahrung als auch als Minecraft-Lektion sehen. Meinst du, die Minecraft-Profis haten mich dann? Nee, ich meine, das ist. Du sollst. Also das ist so grob übersetzt, verschwende niemals Diamanten an eine Schlampe. So. Was ist? Ho heißt auch im Volksmund im Englischen übersetzt Schlampe. Deswegen ist das, ja. Sehr interessant. Ja. Passt das auch ganz gut. Verschwende niemals Diamanten an der Schlampe. Samstags, jetzt muss ich hier aber mal das zeigen zu den Blöcken hin. In 2, 3, okay. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. Block. So, und dann hier 1, 2, 3. Zack. Passt doch. Sehr schön. Ist nur nicht runterfallen. Das wäre suboptimal. Minimal, ja. Ist mir aber auch schon bestimmt 3 oder 4 Mal passiert, dass ich wirklich runterfalle und sterbe. Und die paar Male, wo ich runtergefallen bin und überlebt habe, keine Ahnung wie oft schon, zähle ich gar nicht mehr mit. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, du, ganz ehrlich, wenn du so einen hohen Turm baust, das ist halt auch irgendwie, gehört dazu. Kommst du nicht drum rum. Ja, das stimmt schon. Wenn du mal überlegst, wie viel Schaden ich jetzt schon vergleichsweise gekriegt habe, weil wenn du einen Fallschaden nimmst, dann geht die Rüstung ja nicht so schnell kaputt, wie wenn du
angegriffen wirst, ne? Ja. Ich weiß gar nicht, ob du dann überhaupt Schaden kriegst oder sowas, aber ich glaube schon. Und meine Dia-Rüstung ist mittlerweile voll verzaubert und ich habe trotzdem noch fast auf allen drei Sachen 30% Schaden eingebüßt, also 30% Rüstung und sowas. Mhm. Ja, das ist schon anders heftig. Das ist heftig, ja. Shit. Ich fand das halt immer noch lustig, dass Alex hier dachte, dass das was ist, was er gefunden hat. 5, 6, 7, 8, was? Ja, dass Alex das Ding hier gefunden hat von mir. Dass er da gedacht hat, dass das hat er Ultra jetzt was gemacht, weißt du? Achso, mit dem Feld, ja. Das war schon lustig. So, habe ich das Gebiet auch wieder ein bisschen erweitert. Das wächst auch gut. 6, 7, also 8, 9, 10, 11, an Rohstoffen habe ich nachher 13. genug. Meinst du? Also was essenmäßig angeht. Ich erweitere ja mein Feld jetzt schon wieder innen drinne. Oh nö. Deswegen. Aber damit bedanke ich mich für die Folge. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Minecraft.